Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Until Dawn, Rush of Blood. Mittlerweile in Episode 7. 7 Levels haben wir gemacht. Ich glaube, es gibt sogar auch nur 7. Ja, letzte war auch äußerst haarig gewesen. Okay, wir legen gleich wieder los. Mal gucken, was vermutlich das letzte Level für uns bereitet. Was wartet hier auf uns? Ja, fast geschafft. Gott. Oh, scheiße. Wir sind fast an der Wurzel dieser bösartigen Macht. Okay. Diese Prozedur hat aber auch ihre Risiken. Du musst jetzt alle deine Sinne beisammen haben. Und was machen deine beiden Babes hier? Den kann man echt nur Kopfschüsse verteilen. Die haben mich schon so erschrocken. Komm, sieh zu, dass ihr Land gewinnt. Sieht aber schon echt übel aus. Okay, so. Die Wurzeln allen Bösens. Der treten wir jetzt wohl gegenüber. Oh, scheiße. Na, super. Ich freue mich. Also man muss sagen, für einen Vollpreistitel wäre Until Dawn Rush of Blood dann wieder zu kurz. Wenn jetzt wirklich das letzte Level ist, dann wäre es definitiv zu kurz. Aber ich sag mal so, für so einen VR-Middle-Price-Titel, ich sag mal, das sind ja so 19,99 irgendwie, ne? Dafür kann man sich das Spiel echt mal gönnen. Ist ganz nett. So, da ich erstmal hier den Multiplikator hochgejagt. Bin ich auch der Meinung. Ich habe nichts getan. Was? Aber dann... Ach du Scheiße. Alter. Oh, ich bin gerade auf dem Weg in die Hölle, ey. Boah. Krass. Dieser Berg will mein Blut, ja? Ich glaube, du spinnst wohl. Bald werde ich mich laben. Was ist das denn bitte? Du willst dich an meinem Blut laben? Wer bist du denn? Aber schon ziemlich eigenartig, mein Freund. Ach du Heiliger. Du kannst dich mal einen Dreck an mir laben. Komm, verschwinde! Was bist du denn für ein abgedrehtes Stück wild gewordenes Fleisch? Na komm her, komm her! Kein Thema! Hahaha! Das tut weh, wa? Du wahnsinniger Ochse! Scheiße, Mann! Was soll ich denn dagegen machen? Okay. Alles klar, sie waren wohl mal lebendig gewesen, sie sind verbrannt. Jämmerlich. Oh nee, lieber nicht rein. So, mit ein paar Uzzis spielt sich doch gleich deutlich besser. Oh, shit! Okay, das ist ja noch eine relativ leichte Aufgabe. Komm, gut sie hinterher. Da oben gab es irgendwas Besonderes. Ja, Leute, so kriegt ihr mich nicht. Also aktuell zumindest. Na siehste. Na siehste. Ja und? Habe ich damit Schmerzen oder was? Okay. So, komm her. Du kriegst es mal richtig jetzt. Was auch immer du für ein Vieh bist, ey. Boah. Geh doch mal weg, ey.
schon ziemlich eigenartig. Was habt ihr denn? Es gibt kein Versteck vor mir. Das mag sein. Nicht getroffen. Kriege ich das vielleicht noch? Ja, habe ich gekriegt. Okay. So, auf so einen einfachen Weg kriegst du mich nicht. Muss ich schon ein bisschen mehr anstrengen. Oh, Kacke. Das meinte ich aber nicht wörtlich. Du bist natürlich nicht gezwungen, das zu machen. Oh, Kacke. So, ist jetzt Ruhe, ja? Alles klar. So, neue Uzis. Ja, siehst du, geht doch. Keine Ahnung, was das für Sporen hier sind. Irgendwelche Explosiven auf jeden Fall. So, was tust du denn da? Hör auf, mir weh zu tun. Ja, dann hör auf, mich anzugreifen, du Ochse. Und weiter geht's. Warum hast du uns nicht gerettet? Wolltest du unseren Tod? Irgendwoher kenne ich das Gesicht von dem Doktor. Ich weiß nur nicht mehr, genau woher. Komisch, eklige Spinne. Lass mich in Ruhe, Mensch. So nicht? Scheiße. Eine weitere Runde, ja? Warum singen die immer Bruder Jakob? Was hat das auf sich? Okay. Also das Endlevel-Setting hier, das ist schon ziemlich cool gemacht. Das ist schon wirklich gut gemacht. Du wirst gar nichts. Ich wollte sagen, du musst doch kaputt gehen. Oh Kacke, es geht weiter. Alles schön, alles fein. Sehr nervenaufreibend. Sehr nervenaufreibend. Aber extrem gut. Extrem gut. Oh shit. Das war zu spät. Das war definitiv zu spät.
Okay, Runde 3 habe ich auch bestanden, ja? Die Frage ist nur, wie viele Runden kommen jetzt noch? Okay, habe ich. So, jetzt schon mit Uzzis. Komm, verschwinde, lass das los, ey. Tja, Kollege, verrecke. Scheiße, ist das hoch. Oh, Kacke. Immer auf sein Herz. Worauf soll ich schießen? Ich sehe nichts. Oh, Scheiße, nein. Nicht ernsthaft. Bin ich tot? War das so gewollt? Ist das das Ende des Spiels? Meine Güte. Das lief ja viel besser als erwartet. Ja, wenn du der Meinung bist. Auf unserem Standpunkt. Ich wette, dir kam es vor wie die Fahrt deines Lebens. Auf jeden Fall echt jetzt etwas, damit du dich entspannst. Ein echter Höllentrip. Es ist noch etwas zu früh, um zu sagen, ob die Prozedur wirklich erfolgreich war. Prozedur wofür? Dann müssen wir sie zur Sicherheit vielleicht noch ein paar Mal wiederholen. Bis wir an der Wurzel des Problems sind. Aha. Kann es sein, dass ich vielleicht einfach nur Patient in dieser Klinik bin, ja? Okay, so. 12 von 20. Rang 1 minus. Geheimnisse gab es anscheinend nicht. So, ich bin mal gespannt, was jetzt noch kommt. So, und das war's gewesen. Supermassive Games, da ist der Abspann. Ich hab's gelesen, dass es irgendwie nur 7 oder 8 Levels gibt. Aber es war kurz, aber dafür umso intensiver. Ja. Bleibt nur zu sagen, ich freue mich auf das nächste VR-Projekt. Mal gucken, was das sein wird. Ich bin mal gespannt. Ich lasse mich einfach inspirieren, je nachdem, was ich gerade sehe, ob ein neuerer oder ein älterer Titel. Das mache ich sowieso immer so. Manche Sachen sehe ich halt bei neuen Titeln, wo ich mir denke, ey, klasse, das kannst du machen. Und bei manchen älteren Titeln, die ich dann zufälligerweise im Regal wieder entdecke, wie auch immer, da sage ich mir das Gleiche. Ja, also mir hat Spaß gemacht mit Until Dawn, Rush of Blood. Ich freue mich auf die nächsten Episoden vom normalen Until Dawn. Wobei, ich glaube, aktuell dürfte es gar nicht mehr laufen. Naja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, macht es gut, habt Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch ein Däumchen, noch einen Kommentar da. Ansonsten bis zu den nächsten Videos auf meinem Kanal. Leute, haut rein, bye.